Sonja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Start. Letzte Folge sind wir hier eingezogen, beziehungsweise haben ein, zwei unserer neuen Mitbewohner kennengelernt. Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, ist die selbstverständlich oben beim i verlinkt, dann könnt ihr euch die noch angucken. Ansonsten, ich brauche einen Job, okay? Das haben wir in der ersten Folge schon festgestellt. Erstens will ich nicht, dass der Vermieter die Miete erhöht und ich dann hier wieder rausgeschmissen werde und schlimmstenfalls in die andere Stadt wieder ziehen muss. Zweitens, ich weiß nicht, ich brauche irgendjemanden, der mir diese Kamera/Klopapierrollen abbaut. Und, oh nein, Bart! Hallo Mama! Na, und drittens haben wir ein weiteres Problem. Und zwar haben wir scheinbar, ohne unser Wissen, diesen Pinguin namens Bart adoptiert. Warum hast du eigentlich Hörner, Bart? Warum nicht? Okay, jedenfalls haben wir den adoptiert und, hab ich im Gefängnis bekommen. Sehen cool aus, ne? Wie alt bist du, Bart? Wie alt bist du? Man fragt eine Frau nicht nach dem Alter. Oh, sorry, ich wusste nicht, dass du ein Mädchen bist. Das tut mir voll leid. Okay, Bart, unsere kleine Pinguin-Dame, haben wir adoptiert. Das Einzige, was sie macht, Entschuldigung, sie, nicht er, ist auf meinem Bett oder auf meinem Sofa zu hüpfen und die ganzen Federn kaputt zu machen. Ciao, Bart. Ich brauche jedenfalls einen Job, weil ich glaube, der Verschleiß ist groß und ich muss den irgendwie durchfüttern, sonst frisst er meine Kartons mit Besteck und Geschirr und Einrichtungsgegenständen. Das ist nicht so toll. Das heißt, da ist ein Kuchen drin. Oh nein, da ist kein Kuchen drin. Okay, hier wohnt Tops, den will ich nicht wecken. Es ist noch früher morgen, es ist irgendwie 8 Uhr. Ich will die Erste auf dem Jobmarkt sein und ich hoffe, dass es dann hier noch nicht so vor Weirdos lauert. Weil zum Beispiel gestern habe ich hier auf dem Weg in der Tankstelle, nicht in der Tankstelle, was ist das, in dieser Hacker-Garage? Hi. Oh! Hi! Hallo, Herr Vermieter! Guten Tag! Hi, sagen Sie, Sie kennen sich doch hier aus. Wissen Sie, wo es zu einem Laden geht, der vielleicht Leute sucht zum Einstellen, weil ich habe noch keinen Job hier und ich würde gerne jemanden finden. Oh, keinen Job? Sind Sie nicht zahlungsfähig? Doch, selbstverständlich bin ich zahlungsfähig. Ich habe noch einiges. Werde ich Ihre Wohnung konfiszieren? Nein, ich habe noch einiges an Erspartem. Das ist gar kein Problem und meine Eltern unterstützen mich auch ein wenig. Aber natürlich möchte ich noch selber einen Job um. Also nicht zahlungsfähig? Doch, selbstverständlich. Sicher? Ja. Da gebe ich Ihnen mein Wort. Das ist hervorragend. Ja, ich habe Ihnen doch auch meine Schufa-Auskunft geschickt. Sie wissen doch, dass ich zahlungsfähig bin. Ja, in dem Toilettenpapier war keine Kamera drin. Nein. Okay, warum sagen Sie das? Also Sie wissen nicht, wo ich jetzt hier irgendwie Richtung der Geschäfte komme? Also da hinten ist ein Haus. Mhm. Und da hinten ist ein Haus. Okay. Und da hinten. Oh, also wo hier? Ich sie gerade sehe. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, auf meinem Balkon ist ein Grill. Darf ich auf meinem Balkon grillen? Weil in vielen Mietwohnungen ist es ja verboten. Aber eigentlich ist es ein Freiluftbalkon. Also sollte das ja kein Problem darstellen, oder? Wenn Sie die Miete zahlen können, ja. Okay, super, danke. Dann schönen Tag noch. Komischer Grill. Ja. Keine Kameras. Er sagt immer wieder keine Kameras. Also hier war irgendjemand Komisches, aber das umgehen wir einfach. Hier hinten ist irgendein. Warte, ist das ein Apple Store? Oh, das ist ein Apple Store. Apple Store, denke ich mal, wird gut bezahlen und vielleicht springt bei mir ja dann noch ein iPhone raus. So als, ne? Kann ja sein. Also, wäre jetzt kein Quatsch. Oh, hier ist auch jemand, der da arbeitet. Schönen guten Morgen. Grüß. Mein Name ist Ronja. Sie suchen doch bestimmt noch Angestellte. Habe ich recht? Einen Moment. Okay. Computer sagt nee. Computer sagt nee. Also wissen Sie, könnte ich vielleicht ein Vorstellungsgespräch kriegen? Ich wollte bloß bei Äpfeln, verstehen Sie? Ach so, da bin ich ja erleichtert. Weil wir hier sind der Apfelladen. Ja, da wollten Sie mich veräppeln, ne? Ja, da habe ich so veräppelt. da bin ich voll drauf reingefallen. Junger Bursch, was kann ich für dich tun? Ich bin, ich heiße Ronja, ich bin Mädchen. Ich suche einen Job und ich habe gedacht... Nicht. Okay, ich habe gedacht, ein Apple Store... Also, wir haben hier die neuesten Geräte. Ich will nicht einkaufen, ich möchte nicht einkaufen. Ja, hören Sie mir zu. Okay. Auf jeden Fall haben wir hier die neuesten Geräte. Damit kann man jetzt und heutzutage schon viel anfangen. Damit können wir zum Beispiel auf YouTube schauen. Okay, können wir auf YouTube schauen? Und dann, ja, und da können wir nämlich Apfelvideos schauen. Verstehen Sie? Weil wir Apfelprodukte haben. Okay, ich denke, das spricht von Apple aus. Aber sie können auch nichts anderes gucken, außer Apfelprodukte, ja. Ich glaube, das ist eine Lüge. Nein, wir haben das neue Update reingemacht. Okay, sie haben auch das neue iPhone, sehe ich hier. Das ist ja schön. Ja, das ist das iPhone. Mhm, das ist das iPhone. Das ist ganz schön groß, das iPhone. Das ist ja fast so groß wie ihr Kopf. Ja. Warum ist denn das so groß?
Wollen Sie mich jetzt beleidigen? Nein, natürlich nicht, selbstverständlich nicht. Also was bräuchte ich denn für Qualifikationen, dass ich hier arbeiten kann? Wollen Sie vielleicht ein Vorstellungsgespräch mit mir führen? Oder? Apfelprodukte haben, die es momentan auf dem Markt gibt. Das erscheint mir ein bisschen überspitzt. Haben Sie denn alle Apfelprodukte, die es auf dem Markt gibt? Jawohl. Jawohl. Okay. Ich wollte bloß wieder veräppeln. Mensch, da bin ich schon wieder drauf reingefallen. Das ist ja sie Scherzkeks, sie. Sie müssen nur ihre Seele opfern. Okay, ja, das ist kein Problem. Okay, das war kein Scherz. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also, wie sieht denn dein Job hier aus? Ich bediene einfach Kunden, nehme ich an, stehe hier ein bisschen hinter der Theke. Das kann ich doch. Ja, war ein bisschen hinter der Theke, ein bisschen im Computer eingeben, hier mal ein Dokument ausfüllen. Nicht? Ja. Ja? Und dann gegebenenfalls auch ein paar Äpfelwitze reinmachen. Die Leute mögen das. Die Leute mögen das. Alles ja. Klar. Die kommen meistens her, um veräppelt zu werden. Deswegen kommen sie in den Apple Store, meinen sie? Ja. Okay, interessante Auffassung des Jobs. Ich will jetzt hier gar nichts Schlechtes sagen. Dann gehe ich jetzt in die Pause. Gehen Sie in die Pause, ja. Ich kümmere mich hier um alles. Es kann ja nicht so schwer sein. Aber eine Frage habe ich noch. Ja, wenn hier irgendwas fehlt, irgendwas sowas, dann werden Sie gefeuert und werden angezeigt. Alles klar. Gibt es hier noch eine Kasse oder so? Wie soll ich denn die Leute abkassieren? Oder ist hier einfach generell, kauft hier keiner die Leute? Die veräppeln einfach nur die Leute. Ich veräpple einfach nur die Leute. Oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, was der Typ hier für eine Auffassung hat. Der wirkt dir jetzt nicht so kompetent. Eigentlich, also ich habe schon mal in einem Laden gearbeitet, sogar in ein paar schon. Ich habe auch... Also letztes Mal habe ich bei McDonald's gearbeitet. Vielleicht, wenn das hier nicht klappt, suche ich mir wieder... Oh nein. Hallo. Hallo. Tag. Tag, wie geht's dir? Interessierst du dich für ein spezielles Produkt? Bist du meine Freundin? Nein. Sicher? Ja. Okay. Interessierst du dich für irgendein Produkt? Hier zum Beispiel gibt's das neue iPhone, das iPhone X... Oder den neuen... Ich hab auch so ein Ei. MacBook? In meiner Hose. Okay. Bitte werfen Sie das nirgendwo hin, weil sonst bin ich haftbar. Sicher? Ja, bitte. Okay. Ich werde jetzt einfach... gehen Sie bitte raus. Nein, ich arbeite hier. Seit heute arbeite ich hier. Das ist, mein erster Job und... Ich will meine Arbeit gut machen. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder Hilfe brauchen, dann helfe ich Ihnen natürlich gern. Ja. Ja. Was kann ich für Sie tun? Weggehen. Ich arbeite hier. Das ist mein Arbeitsplatz. Ich muss aber mal. Hier ist keine öffentliche Toilette. Mein Vorgesetzter ist gerade in der Pause. Ich will jetzt hier wirklich keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Bitte. Bitte nicht. Oh, nein. Das ist überhaupt. Danke. Oh, muss ich das jetzt wegmachen? Das ist ja ekelhaft. Den Rest können Sie behalten. Boah, das stinkt ja hier. Ah, das ist ja. Oh, ist auch noch. Das ist ja widerlich. Oh Gott, ich hab hier keine Handschuhe. Ich fasse das nicht an. Das ist ja widerlich. Ich kann das vielleicht mit den Blättern. Aber was ist, wenn das wichtige Dokumente sind? Ich werde einfach warten, bis mein Vorgesetzter da ist. Und dann... Ronja! Ronja hat sich erschrocken und hat auf Ronja hat auf Tresen gekackt. Ich hab nicht auf den Tresen gekackt. Das ist eine lustige Geschichte. Hier kam gerade jemand rein. Riecht wie Ronja. Nein, das riecht nicht. Was machst du hier? Wohnst du hier in der Nähe? Detlef. Detlef wird's Regal. Okay, cool. Detlef, wohnst du hier auch in der Stadt? Du kannst nicht Regal reden, Detlef, Regal. Ich kann mit dem Regal nicht reden. Aber kann ich nicht mit dir reden, Detlef? Detlef, Regal. Okay. Psst, ja. Okay. iPhone. iPhone. Nein. iPhone. Detlef, jetzt ist hier ein Hühnchen. Detlef, kannst du das Hühnchen wieder mit rausnehmen? Das ist mein erster Tag hier. Ei und Phone. Ja, es ist sau witzig. Es ist sau witzig. Oh Gott, nein, Detlef, oh nein, jetzt sind hier überall Hühner. Oh Gott, Detlef, nein. iPhone. Oh Gott, wir sind mit dem ganzen Laden. Detlef.
Facecam. Das kostet mich so viel Geld. Ich hab gar kein Geld. Detlef, die Dinger kosten 1000 Euro. Hast du 1000 Euro dabei? Was? Hast du das gerade gegessen? Ja, schmeckt nicht nach Ei. Schmeckt nach Platin. Okay, Leute, neuer Plan. Bevor der Typ aus seiner Pause zurückkommt, rennen wir. Es ist alles kaputt, hier sind Hühner, die Hälfte der iPhones fehlen und hier liegt... Kacke auf dem Tresen. Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber es ist... Oh Gott, ich renne. Entschuldigung! Ich muss gerade ganz schnell weg und... Oh Gott. Ich hoffe, ich komme hier noch weg. Ich bin hinter mir. Meine iPhone! Na? Bleib stehen! Bleib stehen! Du warst vor allem vor dich, ich verklag dich. Aber ich habe doch nichts damit zu tun. Ich habe doch auch rechtlich gar keinen Vertrag unterschrieben, dass ich mich hier drum kümmern will. Verklag. Okay, also den Apple Store meiden wir. Da gehen wir ja wohl mal nie wieder hin. Ich bin nicht verklagt. Okay, ich habe kein Geld. Ich wurde von meinem ersten Job innerhalb von einem Tag gefeuert. Und Detlef wohnt in der Gegend. Schön. Was für ein toller Tag. Ich guck mal, ob Tops zu Hause ist. Das muss ich dem unbedingt erzählen. Ganz ehrlich, das ist ja, das kann ja nicht sein. Der ist hoffentlich in seiner Wohnung. Ich meine, jetzt haben wir es auch schon, es sind schon ein paar Stunden vergangen. Jetzt haben wir um die 10 Uhr, denke ich mal. Tops? Bist du schon wach? Ah, einen Moment. Warte. Ziehst du dich noch um? Ja. Kann ich? Ja, warte. Okay, ich... So. Hi. Tops, ja, warte mal, wenn ich getroffen habe. Weiß nicht, Britney Spears? Detlef. Oh, schade, ich wollte ein Autogramm von Britney Spears. Ja, den Stoff habe ich schon vorhin neulich gesehen. Warum hast du mir das denn nicht erzählt? Ich habe doch gesagt, oh, ich hoffe, die Nachbarn sind alle netter und das ist nicht so verrückt wie in der letzten Stand. Ja, der Stoff ist doch nett eigentlich. Okay. Heute, ich habe meinen ersten Job gemacht, ja? Ich habe beim Apple Store angefangen, weil ich gedacht habe, da verdienst du gutes Geld. Ich meine, die verkaufen ja ihre Produkte. Vielleicht wäre es ein guter Job für dich. Detlef kam, hat die Hälfte der iPhones gegessen, hat einen Laptop kaputt gemacht, hat dann angefangen mit Eiern rumzuwerfen, weil er es lustig fand, dass Ei und iPhone so ähnlich klingt. Dann waren überall Hühnchen und dann wurde ich gefeuert. Ja, das ist Detlef. Detlef, ja. Ja, Detlef. Super. Ja. Okay. Das ist Naturgewalt, dagegen kannst du nichts machen. Okay, also falls sich irgendjemand im Apple Store fragt, du kennst mich nicht und du weißt nicht, wo ich wohne. Alles klar? Falls mich jemand fragen sollte, falls dich jemand fragen sollte, du weißt nicht, wer ich bin, und ein Pablo gibt's hier nicht. Ein Pablo gibt's, alles klar. Ich frag nicht weiter, Tops, Ich überleg mir jetzt, ich recherchiere mal ein bisschen im Internet, wo noch freie Jobstellen sind. Suchst du auch einen Job? Soll ich für dich mitsuchen? Ich hab einen Job gefunden, Okay, wo arbeitest du denn? Das erzähle ich jemand anders mal. Komm. Okay, du scheinst. Okay. Ja. Ich suche noch ein bisschen und denk dran, es gibt kein Pablo. Es gibt kein Pablo. Es wird immer komischer. Okay, also Apple Store war nichts. Es gibt bestimmt noch einen Haufen anderer Läden hier in der Stadt. Es ist überhaupt gar kein Problem. Kein Grund zur Sorge. Wir suchen uns was. Es gibt bestimmt einen Haufen freier Stellenangebote. Und dann setze ich mich mal am PC und hoff aufs Beste. So, das war's mit dieser Folge Minecraft-Chat, wenn es euch gefallen hat und ihr weitere Vorschläge habt, wo wir vielleicht einen guten Job finden, der uns nicht einfach rauswirft und wo wir nicht verklagt werden oder sowas, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also lasst ein Like da, falls ihr neu hier seid, abonniert den Kanal und schaut selbstverständlich bei Tops vorbei, der hier bei den Folgen mitspielt. Den Kanal verlinke ich unten auch nochmal in der Beschreibung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!